Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zum weihnachtlichen Musizieren. Wir spielen heute eine ganz leichte Version von Lasst uns froh und munter sein, einem Nikolauslied, wo auch schon die ganz Kleinen mitspielen können. Wenn ihr mitspielen wollt, ladet euch die Noten runter, druckt sie euch aus und kommt her ans Klavier. Ihr seht, das Lied hat zwei Zeilen, manche Noten sind fett gedruckt und dann gibt es noch diese dünner gedruckten Noten. Wir benötigen die fett gedruckten Noten. Lasst uns froh und, an manchen Stellen geht dann die Melodie von der linken in die rechte Hand oder von der rechten in die linke Hand. Hier bei munter sein links, dann geht es wieder rechts weiter und uns hin. Dem geht wieder in die linke Hand weiter, Herrn erfreuen, lustig, lustig, da geht es wieder in die rechte Hand. Es bleibt in der rechten Hand bis Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus und da wandert es wieder in die linke Hand und endet auch in der linken Hand. Ich spiele euch jetzt die Version einmal vor und spiele nur die fett gedruckten Noten. Wer mitspielen möchte, druckt euch die Noten aus. Wir spielen das Lied zunächst mit den fettgedruckten Hauptnoten und danach machen wir noch eine Version für diejenigen von euch, die doch ein bisschen zweistimmig spielen wollen. Die rechte Hand beginnt, der zweite Finger liegt auf dem D. D, 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 E, D, C, H, H, H. Und nochmal. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Dritter und vierter Takt, recht, 1, 1, 1, 2, links, 1, 2, 3, 3, 3. Und der letzte Takt in der Linie, E, A, H. Mit der rechten Hand ist C. Wir kommen zur zweiten Linie. Der letzte Takt in der ersten Linie. 4, 3, 2, rechts 1, 2, 3, 2, 3, 2. Und jetzt 5, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Und fast das gleiche, die letzten zwei Takte. 5, 2, 2, 3, 2, 1, links, 2, 3, 4. Ich spiele euch nochmal in langsamem Tempo das Lied. Und wenn ihr bis hierher mitgemacht habt, dann ist das prima. Und diejenigen von euch, die noch die kleinen Stichnoten spielen wollen, die spielen wir jetzt dazu. Im ersten Takt spielt in der linken Hand der zweite Finger ein H. Und im zweiten Takt kommt das G in der rechten Hand.
Stichnote. Lasst uns froh und munter sein und die Allerkleinsten können das auch schon spielen. Wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch Happy Playing und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, fast habe ich es vergessen, euch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr solche Tutorials wünscht, dann abonniert doch den Kanal, dann werdet ihr immer gleich informiert, wenn ein neues Video erscheint. Tschüss!